Didi, herzlichen Glückwunsch. Klar, dass Sie gegen St. Johann. Von außen hat es klar ausgesehen. Wie war es für dich? Ja, es war genau das Spiel, was wir erwartet haben. Also ich denke, ein Gegner, der unterklassig ist oder wird natürlich das Heil in der Defensive versuchen, haben das ja, brav gemacht. Wir haben zwar zu einem guten Zeitpunkt Tore geschossen, haben es dann leider mit 11 Meter verpasst, dass wir 3-0 führen, weil ich bin überzeugt, dann war es nämlich in eine komplett andere Richtung gegangen. Aber ich hätte das Resultat vorher unterschrieben und deshalb bin ich einigermaßen zufrieden. Man kann sagen, du bist selbst aus den Startlöchern gekommen. Das Geheimnis war das, dass man beim ersten Spiel auch mehr geschossen haben und heute 5. Und ich glaube, dass wir beide Male die bessere Mannschaft waren und alles andere war glaube ich, nicht gut gewesen, wenn man bei Rapid Wien spielt. Weil ich denke, bei Lok hat man gesehen, dass wir die bessere Mannschaft sind und wenn man gegen einen Regionalligisten nicht besser wäre, dann glaube ich, wäre es kein gutes Zeugnis für die Mannschaft. Morgen Champions League auslosen, gibt es einen Gegner, wo du sagen würdest, die hätten wir gerne oder Ja, das ist so. Also ich glaube, dass wir in dieser Runde jetzt dann schon Außenseiter sind, aber was mir wichtig wäre, und das war, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, wenn wir ein Heimspiel hätten, weil da bin ich überzeugt, dass wir jeden Gegner in die Knie zwingen können, auch wenn es schwer ist. Es waren zwar nur 1250 Zuschauer im Stadion, aber wer dich kennt, weiß, die Atmosphäre von draußen ist dir sehr wichtig. Ein paar persönliche Worte, wie ist es dir gegangen, wie die Leute zum ersten Mal so richtig Stimmung gemacht haben? Es ist was anderes wieder, obwohl nur 1250 Leute da waren, aber speziell, wenn sie dann wieder Stimmung machen, also das Feeling, das geht da schon ab und trotzdem schaffen 1250 Zuschauer bei uns mehr wie manch in anderen Stadien, wo 10.000 sind und das ist halt, was Rapid auszeichnet. Macht Fußball mehr Spaß, oder? War schlimm, wenn wir sagen würden, vor leeren Rängen. Das war, glaube ich, eine ganz krasse Geschichte und speziell in dem Stadion mit Zuschauern, also es gibt nichts Schöneres. Vier Stürmer, insgesamt schon 5, also ein, 2 Bewerb spielen, das lässt beruhigt vorhaben. Ja, na klar, also ich denke, ich sage zwar vorher immer, wichtig ist, dass wir Tore schießen. Für einen Stürmer ist es enorm wichtig, wenn er Tore schießt, für Selbstvertrauen. Aber ich glaube, dass auch die anderen Spieler bei uns Tore schießen dürfen. Aber in dem Fall waren es jetzt Stürmer und ist keine schlechte Sache. Und bei 3 beschossenen Toren kann man so einen Elfmeter 4 verschossen. Das ist mir dann gleich. Aber natürlich, ja, für Spiel war schon so mit einem 3-0, glaube ich, dann hätte man die Moral von den Salzburgern für alle Zeiten gebrochen. Und so haben sie sich noch ein bisschen zurückgekämpft, beziehungsweise haben sie dann noch verteidigt. Aber es war jetzt schon ein Unterschied erkennbar und so muss auch sein. Für den TSV St. Johann im Bongo setzt es beim SK Rapid in der ersten Runde des ÖFB Unica Cup eine 0-5 Niederlage. Ein paar Worte aus Ihrer Sicht zum Spiel. Ja, ich glaube, wenn man bei Rapid 5-0 verliert, dann braucht man sich nicht schämen. Das sagt genau einen Unterschied aus, einen Klassenunterschied. Und war für uns trotzdem ein sehr tolles Erlebnis, das was man noch einmal im Leben hat. Und wir nehmen sehr viel Positives mit und das war unser Ziel. Was waren die positiven Dinge aus Ihrer Sicht? Die positiv war speziell die zweite Halbzeit, nachdem das Spiel eigentlich nach dem 4-0 total entschieden war, hat Rapid ein bisschen zurückgesteckt, haben wir ein bisschen mitspielen können. Und ich glaube, da haben wir ganz einen netten Fußball gespielt. Und genau so wird man uns präsentieren und auf dies können wir auch stolz sein. Zwei klare Torchancen gehabt. Was überwiegt dann am Ende? Der Ärger, dass die Kugel nicht hineingegangen ist oder dann doch auch der Stolz, dass man den Favoriten, jetzt salopp gesagt, ein bisschen sehr geärgert hat? Nein, es ist schon, ich glaube, dass das schon ein Stolz ist, wenn man da dann zu Torchancen kommt. Und die Torchancen waren nicht durch einen Zufall, sage ich, sondern die haben wir uns wirklich erarbeitet. Und man sieht aber auch einen Klassenunterschied, wenn Rapid da dann vor das Tor kommt, die machen die Tore halt und da sind halt wir noch ein bisschen zu jung noch. Was kann man aus so einem solchen Spiel für die Regionalliga-Saison mitnehmen? Ja, dass man sieht, wenn man zusammenhält, wenn jeder für jeden sich einhaut, dass man da als Mannschaft auftritt und ich glaube, wir haben zwei schöne Tage gehabt und es waren sehr viele positive Erlebnisse. Das ist fürs Teambuilding war es ein Traum und wenn man da was mitnehmen, dann kann es das sehr, sehr weit bringen. Also kann man resümieren, sportlich eine Niederlage, aber für den Verein insgesamt ein großer Gewinn, weil man auch TV-Spiel hatte und sich auf der großen Bühne präsentieren konnte. Ja, genau das haben wir auch vorher schon gewusst, dass genau so ungefähr ausgewertet ist, das Eintreten. Und wie gesagt, wir sind stolz auf den heutigen Tag und fahren mit ein bisschen Stolz an heute. Ja, wir haben probiert, Chancen herauszuspielen und Tore zu machen. Und es ist uns gelungen, 5-0 haben wir gewonnen, souveräne Leistung.
Ja, der Gegner ist tief gestanden, ist am Anfang gut gestanden mit vielen Spielern hinten. Wir haben probiert, Lücken zu finden und ja, in der ersten Halbzeit haben wir nur zwei gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir dann drei gemacht. Diese drei Tore, nur ein Tor, das heißt die Führung von Rapid sind bestens im Schuss. Wir sind gut in Form, wir machen unsere Tore und jetzt kommt die Meisterschaft. Drei Tore von Taxi, aber die Szene, über die man spricht, ist natürlich verschossen, 11 Meter. Wie hast du denn gesehen? Also perfekt getroffen, kann man sagen. 11 Meter kann man verschießen, also sich keinen Kopf machen. Er hat drei Tore gemacht, das ist wichtig. Der Cup, ja, Cup und Rapid, eine Beziehung voller Missverständnisse. Was stimmt positiv, dass es dieses Jahr besser klappt? Wir hoffen, dass es besser wird. Wir werden alles dafür geben. Wir werden mal schauen. Wir haben viele Spiele dieses Jahr. Und mal sehen. Nach dem 4:0 hätte man gedacht, das geht jetzt so weiter Richtung zweistellig. Dann ist aber längere Zeit ausgeholt, beziehungsweise nicht getroffen. Warum das? Ja, es ist kurz eine Phase gewesen, wo wir ein bisschen verschlafen haben. Aber ist okay. 5:0 haben wir das 5:0 gemacht und eine Runde weiter. Jetzt von mir. Wie du gekommen bist, dass du dir erwartet, dass du so viele Spielanteile bekommst in der Kürze der Zeit? Ja, ich habe mir einiges vorgenommen gehabt und habe probiert, mich durchzusetzen. Und ja, ich werde mit meiner harten Arbeit werde ich belohnt. Ein Torjäger wie du, er weiß, wo die Kiste steht, egal in welcher Liga, oder? Ja, ich probiere halt mein Bestes zu geben für die Mannschaft und probiere meine Tore zu machen. Das sieht man, glaube ich. Was macht die Harmonie mit dir und Taxi aus? Ich finde, es passt zusammen. Es ist gut, dass ich probiere die Welle abzulegen, er geht tief. Passt zusammen, wie Lukaku und Martinez. Also jetzt kann man sagen, für euch kommt wahrscheinlich die Wendespielpause zum relativ blöden Moment, oder? Ja, muss nicht sein. Wir trainieren ja schon länger zusammen und die Harmonie passt, also wird sie auch zum Meisterschaftsort passen, denke ich.